Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia, The Legend Returns. Im letzten Part haben wir einen, ja ich sag jetzt mal, neuen Dungeon betreten, den wir nicht mal kennen, von dem uns nicht mal erzählt wurde, zu dem wir eigentlich wahrscheinlich noch nicht mal hin sollten, vermute ich jetzt mal. Es kann auch einfach sein, dass es ein Secret Dungeon ist. Kann natürlich auch sein. Okay, wir sind oben angelangt. Eine Götterträne. Da ist nichts. Hier ist nichts. Dann sollten wir uns kurz heilen. Nichts, dass da jetzt irgendwie ein Boss auf uns wartet. Da, Heiltrank. Falls jetzt ein Boss auf uns warten sollte, dann... ja, können wir den mal kurz ein bisschen kaputt machen. What the fuck? Was für ein seltsames Gefühl. Ich spüre die Seelenkraft. Wer hat das gemacht und zu welchem Zweck? Es muss sehr alt sein. Es muss schon mindestens seit 100 Jahren hier sein. Ich verstehe es zwar nicht, aber wir können hier derzeit nichts machen. Ziehen wir lieber weiter. Okay. Okay, gut, wir sind hier, obwohl wir hier noch nichts zu tun haben. Aber gut, das wussten wir, ja. Das wusste ich ja vorher schon, dass ich hier irgendwie noch nicht so wirklich was zu suchen habe. Anscheinend, weil, ja, mir hat niemand was von diesem Dungeon erzählt. Und somit gehe ich mal stark davon aus, dass ich hier noch nicht sein soll. Das würde dann aber wiederum bedeuten, dass ich doch ziemlich überlevelt sein muss, weil die Gegner hier mir zwar Widerstand leisten, aber nein. Das heißt trotzdem nicht, dass ich überlevelt bin. Es sei denn, das hier kommt erst ganz, ganz, ganz zum Schluss. Das würde dann bedeuten, dass ich endlich mal schön überlevelt bin. Aber ich habe diese Hoffnung, sage ich jetzt einmal. Ach, stimmt ja, da war ja was. Ich habe diese Hoffnung, in diesem Spiel überlevelt zu sein, die habe ich schon lange aufgegeben. Oh, schön gemacht, Moose. Das hast du super gemacht. Großartiger Angriff. Ich mag Moose. Da ist nichts. Ja, das wollen wir hier natürlich wieder so schnell wie möglich raus. Ach! Bärchen! Killerbär! Moose-Schlag! Hat du fein gemacht. So. Trotzdem halten die alle noch ein bisschen viel aus. Wie gesagt, ich will den Endboss mit einem Schlag besiegen. Liebes Spiel, so überlevelt will ich sein. Und ich rede jetzt nicht vom Endboss im Sinne von nächster Höllenfürst, sondern Endboss im Sinne von letzter Boss des Spiels. Den will ich mit einem Schlag vernichten. Und ich will schneller als solche Hydras sein. Weil es anscheinend ein ziemliches Unterfangen ist. Schneller zu sein als so eine Hydra. Weil die halt doch ziemlich... ja, die sind ziemlich fix. Und die sind gefährlich. Die sind sehr gefährlich. Was ich so mitbekommen habe. Ich glaube, ich kaufe mit dem nächsten Mal keine Heiltränke mehr.
Das dauert zu lange. So. Das dauert mir zu lange mit dem Heilen. Okay. Ach! Sag mal, müsst ihr alle so intelligent sein? Moose! Hat du gut gemacht. Es wird mal wieder Zeit für ein Level-Up. Wollt ihr nur mal so angemerkt haben. Es wird wirklich Zeit für ein Level-Up. Ungoodie. Scheiß Golem, geh weg! Ich will dich nicht, geh weg! Geh weg! Schlag! Einfach nur Schlag! Wow! Mach guten Schaden! Geh trotzdem weg! Wow! Das war guter Schaden! Es wird mal wieder Zeit für ein Level-Up! Da ist wieder Batman. Hallo Batman, wie geht's dir? Jetzt wäre ich fast in Batman reingelaufen. Das wäre nicht so toll gewesen. Okay. Ja. Karte. Genau, die Insel hatte mich eben so stutzig gemacht. Ja, aber ist ja kein Problem. Fahren wir einfach weiter nach Osten und wir finden hier Wüste. Boah, ist die Musik cool. Die hat was. Die Musik hat was. Was haben wir denn da Schönes? Ein Höllenhund. Und diesen Turtle, den wir ja schon kennen. Naja. El Kurano, okay. In der jungen Ministra-Höhle treibt sich ein Drache herum. Wir können dort nicht mehr hin. Ach, den mache ich kaputt. Also ich muss in eine Höhle rein, wo ein Drache ist und den kaputt machen. Shop! Hallo, Shop! Mein bester Freund. Vorher will ich dich ausrauben, bevor ich hier mein ganzes Geld ausgebe. Ich mag den Shop. Sonst konnte man da doch... Ah. Drachenring. Und... Oh, ein Krafttropfen. Sexy. Der ist wichtig, denn Spike hat gefährlich wenig Angriff. So, Ausrüstung. Nehmen wir mal so einen Ring. Was macht der? Ermöglicht Drachenangriff. Okay. Ich habe so das Gefühl, den gebe ich dir mal. Zack. Eimer? Ah, nein, du bist Sina. Dann bist du Eimer. Ich kann dir den Klaring geben. Da. So. Giftring, ja. Ja, passt jetzt schon alles. Ermöglicht Drachenangriff. Das klingt sehr interessant. Ist das was ist ein Drachenangriff? Ist das eine so eine IP-Fähigkeit? Wow, sind das viele Gegner. Nein. Hä? Aber ist auch keine Magie. Hä? Gott. Boah, es hat guter Schaden. Oh, das machst du schön, Moose. Das ist schön. Sowas gefällt mir. Oh, ihr macht wenig Schaden.
Okay, doch, ihr macht viel Schaden. Ja, nee, du machst jetzt auch nicht wirklich irgendwie... Es ist ein stinknormaler Angriff, den du machst, Spike. Was das denn sein soll, ermöglicht Drachenangriff. Kapier ich nicht, aber muss ich ja auch nicht kapieren. Auf jeden Fall gibt es mir guten Angriff. Eine Waffe muss scharf sein. Womit kann ich dienen? Oh, mit ganz tollen Waffen. So, was ist denn das? Scharfes, dünnes Schwert, das weniger Angriff hat, als das, was ich jetzt habe. Große Axt mit zwei Klingen. Da haben wir doch schon mal was Wunderbares für Randolph. Oha, 50 dazu. Aber dafür kann ich kein Schild mehr tragen. Kein Problem. Da, nimm. Lichtmesser. Wirksam gegen Nachtwesen. Hört man auch gerne. Dai, oder? Ja, Dai. Da. Gut gegen harte Monster. Oha, nein. Nein, 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 nein. Oh, wow. Oh, wow. Das pusht euren physischen Angriff ganz schön. Aber vielleicht haben wir auch was, was euren magischen Angriff ganz schön pusht. Ah, wieder schön 30 dazu. Schützt vor Eis. Ja, zwar nur 10 dazu, aber okay. Handschuhe mit Seele und Lebenskraft. Okay. Das gefällt mir. Ich werde dadurch um 1 schneller. Und ordentlich mehr Angriff dazu. Das ist schön. Was haben wir denn da? Harter Panzer aus Eisen. Ja. Ja, komm. Nehmer alles. Maßanzug. Gut geschnitten. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn der nicht gut geschnitten wäre. Wenn es schon ein Maßanzug ist. Oh, nur 10 dazu. Naja, so großartig war der jetzt nicht. Robe aus Silbergarn. Wieder nur 20 dazu. Ja, es ist besser als nichts, ja. Aber ich hätte trotzdem gerne irgendwie, keine Ahnung, 100 dazu. Ich meine nur. Oh, nein, 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 nein. Das Schild würde meinen Angriff senken. Zwar nur um 10, dafür erhöht es meine Verteidigung um 25, aber das sehe ich nicht ein. Ja, bei dir kann ich es definitiv ausrüsten, gar kein Problem. Bei Deckard, da rüste ich es auch aus. Wie kann es sein, Deckard, dass du jetzt nur noch das Schild ausgerüstet hast? Ah, vielleicht weil dann vor... Ach, keine Ahnung. Heiliger Reif enthält einen Geist, das ist schön. Wow, nur 5 dazu. Aber trotzdem, Verteidigung ist verteidigt. Nein. Ja, bei dir kann ich es wieder machen. Eisenhelm. Also ich merke, Geld habe ich. Oh, das war's schon. Heilsirup. Kaufen wir da mal ein paar. Was brauchen wir noch? Ja, Belebung. Kaufen wir uns mal ein paar. Okay. Ach halt, hatte ich... Falls ich mal hier das Problem habe... Dass ich zu viele Items dabei habe. Ich weiß ja gerade nicht, wie das ist, ob ich das schon mal hatte oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig.
So, du kannst verkauft werden. Weg und weg. Ja, wir verkaufen jetzt einfach alles, was... So. Ja, so kommt ganz schnell wieder Geld ins Haus. Würde ich jetzt mal meinen. So. Und so. Ja, so. Passt schon. Okay. Oh, ein Inn. Ja, schlafen wäre ganz recht. Bisschen Heilung schadet nie. Ein bisschen Heilung schadet nie. Wunderbar. Ist hier was? Eine Götterträne. Schön. Ist hier was? Nein. 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 Tja, was sagst du? Mein Freund Konos ist auch in der Armee. Ist eine ehrenvolle Aufgabe. Aber ich mache mir Sorgen. Welche Armee? El Corano Park. Okay. Ist da was drin im Brunnen? Irgendwie, keine Ahnung. Nicht? Schade. Das ist eine Kirche. Apropos. Eine große Ehre, bei den Drachenjägern dabei zu sein. Ich werde mein Bestes geben. Okay. Ein Drache ist in der Ministra-Höhle östlich von hier aufgetaucht. Ach, wir wissen, wo die Ministra-Höhle ist. Diese Höhle ist der einzige Weg nach Redwood. Also haben wir Ärger. Daher wurde eine Gruppe von Drachenjägern zusammengestellt. Eine Gruppe ist bereits auf dem Weg zur Höhle. Okay. Wir wissen, wo die Ministra-Höhle ist. Das ist, schon mal gut. Ich will jetzt nur schauen. Nein. Dann ist das hier die Kirche. Ja. Ganz einfach, ich möchte auch mal so über das Spiel speichern. Danke. Und... Phönix. Wahnsinn, verwirrt alle Feinde. Sofortiger Tod brauche ich nicht. Erhöht Rack für alle Freunde. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Hm. So, das kannst du mal lernen. Und sonst... ja, Phönix kann ich dir jetzt noch lernen. Wirst du zwar wahrscheinlich niemals brauchen, deswegen war es unsinnig, dass ich das gelernt habe, aber meine Güte. Ja, das ist die Kiste, schön. Ein Magie-Elixier, schön. Ich muss mit euch allen gar nicht reden. Bin noch überlevelt. Aber was sagst du, Oma? Aber mein Großvater war ein Soldat. Er war ein Held, der die Leute vor Monster beschützt hat. Okay. Das ist schön. Oh, ein Gegengift. Sagst du was? Oh. Connors, bist du nicht der Freund von der da? Reisende, wurdet ihr von einem Drachen angegriffen? Hä? Nein, wurden wir nicht. Oh, wie gut. Wisst ihr, seit kurzem sorgt ein Drache in der Nähe der Stadt für Ärger. Einmal war es so nahe, dass er beinahe ein Kind verletzt hätte. Ich konnte ihn irgendwie verjagen, aber er bleibt ein echtes Problem. Ich habe mich endlich entschlossen, Karina einen Antrag zu machen, aber ach, das ist unwichtig. Nun, ich muss wegen einer Untersuchung zur Ministra-Höhle. Wow, das mussten wir triggern. Alter, hab ich Lack. Alter, hab ich Lack. Dann rede ich doch mal lieber noch mit den anderen.
Ich werde mein Soldat und beschütze alle in der Stadt vor den Monstern. Mein Sohn möchte später mal Soldat werden. Ich bin so stolz auf ihn. Oh, er wird ganz viele Menschen töten. Oh, das ist schön. Okay, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, geheilt sind wir, haben eingekauft. Gehen wir nach Osten in die Ministra-Höhle. Ich finde es ja schön, wie viel Schaden Spike mittlerweile macht. Finde es echt toll. Wie schaut jetzt eigentlich die Karte aus? Aha. Also ich muss sagen, ich mag die Musik hier. Da ist ja die Höhle. Ist hier irgendwo was? Was haben wir hier? Achso, bei dir kann ich nochmal speichern. Und du? Die Straße nach Redwood bleibt gesperrt, bis das Problem mit dem Drachen gelöst wurde. Okay. Dann gehen wir doch mal zu dem Drachen. Aber wir wollen nicht nochmal speichern. Ja. Okay, wir sind in der Höhle. Und okay, da geht's gleich runter. Jetzt ist die Frage, will ich mich hier noch weiter umschauen? Oder will ich gleich weitergehen? Ehrlich gesagt, naja, man weiß es ja mittlerweile von mir. Ich finde die... Ich nenne es jetzt mal wirklich. Ich nenne es jetzt mal Dungeons. Auch wenn man es nicht Dungeon nennen kann. Ich finde die Dungeons langweilig. Also geh mal wieder, komm. Ich bin doch so... Sollte er eigentlich sowieso überlevelt sein. Süßwasser. Schön. Ich weiß nicht, was du machst, aber wird schon was Gutes sein. Oh, ich kann wieder aufladen. Hey, es geht wieder. Schön. Keine Ahnung warum, aber es geht auf einmal wieder. Das ist schön. Vielleicht hat einfach nur mein Controller gesponnen. Hey, eine Hexe Kaiju ist hier auch vertreten. Ha! Der musste sein. Der musste jetzt sein. Ah, geh weg. Du siehst aus wie diese Blobs da aus Pac-Man. Ich habe zwar Pac-Man nie gespielt, aber ja, man weiß halt, wie sie aussehen. So, geht ihr mal alle kaputt. Alle brav kaputt gehen. Ja, die machen hier alle ganz anderen Schaden schon. Schon schwächeren, aber die halten mit... Alter, wie viel halten diese Riesenkröten aus? Ihr haltet mir alle viel zu viel aus. Ihr haltet mir alle viel zu viel aus. So. Oh. Okay. Oh. Ja, der Part ist vorbei. Ich möchte jetzt aber die eine Treppe dann noch hochgehen. Einfach weil ich es kann. Einfach weil ich es kann, möchte ich diese Treppe noch hinaufgehen. So, wunderbar. Oh! Ich bin schon oben. Okay, jetzt ist die Spannung doch ein bisschen zu groß, sage ich jetzt einmal. Scheiße.
Ich habe ja vergessen, dass ich ja hier nach unten gehen muss in der Höhle und nicht nach oben. Deswegen bin ich den ganzen Weg wieder zurückgegangen. Ah! Das kann's doch nicht sein! Au, boy! Da kriegt mir ja Kopfweh. Bei so viel Blödheit. Oh Mann. Aber, naja. So, machen wir kurz den Gegner noch kaputt. Dann heilen wir uns. Und dann lassen wir es mal für heute gut sein. So. Schön. Kurze Heilung. Nein, nicht Magie. Heiltrank, da ist er. So. Ich habe eh gleich keine mehr. So, ich habe keine mehr. Wunderbar. Okay, Heilsirup. Ja, das halt dann doch mehr. Okay. Wir sind alle wieder top, fit. Und dann würde ich mal sagen, im nächsten Part machen wir hier mal weiter und versuchen die Höhle weiter nach unten zu erforschen. Also gut Leute, das war dann mein Let's Play Lufia, The Legend Returns für heute. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.